So, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Fallout 76. Und jetzt umarmen wir die Todeskralle. Jetzt hin. Oh, ich komme jetzt nicht noch so mehr Ameisen. Ja, komm. Anfreunden A drücken. A, wo ist ein A? Au. Moment! Ich hätte nicht gedacht, dass sie das wirklich durchziehen. Oh, Gottes Willen, wir reden hier von einer Todeskralle. Ah, sie sind eingetroffen. Töten sie das Biest oder lassen sie es. Mir egal, solange ich mir keinen neuen Assistenten suchen muss. Oh, jetzt Stim weggenommen, ist ein Tod. Und jetzt geht doch. Nein, unser ganzer Schrott ist weg. Weil in 5 Minuten bin ich nicht wieder hier, oder? Ich versuche es schnell. Euer Spam. Und zwar hier. Ach, schnell. Gott wiederholen, bevor das. Ich darf Ihnen nicht vor, dass Sie wie ein Feigling Fersengeld gegeben haben. Ja, aber hey, Sie leben noch. Und das bedeutet, dass Sie mir weiterhelfen können. Also, schön für Sie. Och, ich will meinen Schrott wieder haben. Und schon, wir haben noch Tiere noch. Das ist wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, um Ihnen beizubringen, dass dort draußen nicht jeder Ihr Freund sein kann. Das sieht man an den Knallharten. Weiter im Programm. Die Blackwater-Banditen waren als gewiefte Diebe bekannt. Man glaubt es kaum, aber einmal haben sie in einem Lager der stählernen Bruderschaft zugeschlagen. Verrückt, oder? Sie schlichen sich direkt an den Wachen vorbei und stahlen ihnen Waffen, Munition, Mini-Atombomben und was weiß ich nicht alles, während die anderen schliefen. Und ehe man sich versah, zogen die Ritter mit eingezogenem Schwanz ab und wir hatten ein neues Arsenal. Tja, die Bruderschaft ist nicht mehr da, aber es gibt noch schwer bewaffnete Supermutanten. Bestehlen Sie die. Schleichen Sie. Vielleicht müssen Sie nicht gegen alle kämpfen. Oh, noch 3 Minuten noch was. Aber eigentlich geht es mir nur um Ihr Waffenversteck. Vielleicht ist was Gutes dabei, vielleicht auch nicht. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ja, du musst schneller labern. Und eine Quest anzeigen. Oh, müssen wir uns sofort wieder wechseln? Ach, Quatschchen. Oh. Wo ist denn? Hä? Wo ist denn der? Och. Och. Ja, stirb noch einmal. Ja, ist er. Komm schon. Ja, war nämlich Blei dabei. So, mal Server wechseln. Was ist denn das jetzt schon wieder? Moment, ihr Lieben, da muss ich hier eine Pause machen und wir sehen uns dann gleich wieder. So, ihr Lieben, willkommen zurück. Ja, zur Fortsetzung vom letzten Video. Also, ich schneide das ja natürlich zusammen. Ja, nach einer Weile konnte ich dann wieder auf den Server drauf, ne? Nach der Serverwartung. Und dann war es bloß wegen einem neuen Event, irgendwelche Fleischzeug, was bis 8. August geht oder so. Ja, ist ja auch egal. Jedenfalls müssen wir dahin müssen. Und zwar sollen wir irgendwo hier was leer räumen, den Supermutantenlager. Oh, ich sehe schon wieder. Oder ist es hier oben?
Was ist denn das? Sende dort. Oh, ich möchte die Quest gerne. Ach, hier müssen wir stehlen. Okay. Ja gut, ich würde sagen, da gehen wir aber hier hin und laufen darüber. Oder, nee, zum Flugzeug nicht, das ist. Oder direkt dahin springen. Oder direkt. Was ist das hier? Nee, wir gehen hier hin zur Mine und laufen. Nee, wir springen dahin. Wir springen direkt dahin. Ach nee, halt, stopp, ich will mal noch was machen. Moment, Waffen. Ich hab doch jetzt das Schwert. Ach, falsche. Modifizieren. Ach so, irgendwie ist mein Helm jetzt, ja, weg. Ach, das geht mal ja eigentlich. Ja, das macht mal rein. Das hier. Was sehen? Ja, genau, so. So. Natürlich, schön. So, die müssen. Ach, das ist das hier. Das wollte ich eigentlich zulegen, genau. Die Waffe müssen wir reparieren. So. Hammer-Set. Reparieren. Das brauchen wir ja nicht viel. Das reparieren wir auch mal. So, gut. Will man den Granatwerfer gleich mal reinpacken? Da haben wir schon ihn drin. Ach doch, wir haben einen Raketenwerfer, den wir sogar benutzen können. Hä? Hab ich gar nicht gewusst. Gar nicht dran gedacht. Aber null Raketen. Hä? Ja, pack mal schon rein. So, das nehmen wir mal noch mit. Das müssen wir anlegen und das wollte ich zerlegen. Hier. So, ach hier. Da haben wir nichts gekriegt. Naja. Hätte ja sein können, dass wir was kriegen. So. So. Ja, mein, ach, kein Stimpack, ach, wollte ich nicht. Mein, ja, mein Feuerwehrhelm ist weg. Muss ich jetzt die komische Gasmaske aufsetzen? So. Sieht nicht schick aus, aber hilft. Sollte helfen. Ach so. Ach, ich komme hier nicht weg, Leute. Ich komme hier nicht weg. Hat er nee, die kräftige Räderbeine. Ach. Und dann hatte ich noch herstellen Stimpack hochbekommen. Ja. Oh, jetzt wird er. Irgendwie geht es immer doppelt. Doppelt gemoppelt. So. Gut. Da wollten wir jetzt hin. Ach, wir springen direkt, würde ich sagen. Ja, oh, Mutanten? Naja, werden wir sehen. Wir haben schnelle Beine. Ja, zum Glück. Kommt man ja nicht gleich dahin. So. Gut. So. Treffe ich ihn nicht. Da ist noch einer. Hey, was rennt denn da rein? Rein, rein, nicht wegrennen.
Wegrennen ist schlecht. Noch einer. Boah, Smiler. Noch jemand? Immer noch Gefahr. Alles mitnehmen. Vom EZ-Bahnhof. Du musst doch eine Erinnerung kriechen, oder? So, so ein Geschütz noch. Ich glaube auf der anderen Seite. Wir laufen gerade wieder. Da ist es. Ah, hier ist ja noch eins. Ja, dass die immer zum größten Teil leer sind. Ja, gut. Größtenteils. Gut. So, der Loot mach ich mal schnell. Indium. Bis. Oh. Was haben Sie denn da gefunden? Ein so geil. Raketenwerfer? Was? Damit kann man es bestimmt ziemlich krachen lassen. Habt ihr gegen Raketen? Behalten Sie, was auch immer Sie gefunden haben. Sie haben es sich verdient. Okay, der nächste Teil wird ein bisschen eklig, aber auch skrupellos, also gefällt er mir. Allerdings dreht sich mir schon der Magen um, wenn ich nur daran denke. Andererseits hatte ich schon lange keinen Hunger mehr, also wer weiß, wie verzweifelt ich wäre, wenn es keine Nahrung mehr gäbe. So wie bei den Gourmets. Wir nannten sie so, obwohl sie in Wirklichkeit nur eins waren. Kannibalen. Ich werde sie niemandem verspeisen lassen, aber gehen wir das trotzdem durch. Ich habe eine Gruppe umherziehender wilder Ghule gesehen, die sie zur Strecke bringen sollen. Für Zielübungen sind die immer gut. Ich sage nicht, dass das von den Gourmets richtig war, aber niemand musste beim Verspeisen von Menschenfleisch oder Ex-Menschenfleisch Hunger leiden. Benutzen Sie einen Zahnstocher oder so, bevor Sie mich wieder besuchen. Ich will kein verfaultes Ghoulfleisch in Ihrem Atem riechen. Also wenn ich die essen würde, bist du dämlich? Also, ist schon ganz schön skurril, ne? Dachte, wir müssen wieder zurück. Ja, gut. Da haben wir schon durchkommen, oder? Wissen, was wir da noch finden. So, wo müssen wir hin? Wo müssen wir denn? Hier unten ist, glaube ich, jetzt weg hier. Hier ist noch ein Event. Ich glaube, das gehört zu den neuen dazu. Bin ich mir aber nicht sicher. Starte, nee. Ne, das ist bei uns. Aber ich glaube, das gehört da unten dazu. Das können wir ja dann irgendwann mal machen. Erst mal gucken, wo wir hin müssen. Böde Kuhle. Also da müssen wir hin. Aber ich sag mal, wenn wir die Quest jetzt mit Rose soweit durch haben, machen wir mal ein paar Events. Und erkunden mal ein bisschen das Land. Durch Erkunden bekomme ja auch neue Questen und so. So, hier waren wir ja auch schon. Ach, da läuft doch schon. Läuft doch schon. Nachgeladen.
bin gerade eben noch gelaufen. Ja klar, waren wir ja schon. Sonst hätten wir es ja nicht schon entdeckt. Ach, ich. Gucken, welches Level die haben. Vielleicht können wir unser Schwert nehmen. Hey. Ja. Wo? Von wo? Von wo? Wo denn? In die Wüste. Oh. Ah. Nein. Das ist gar nicht so schlecht, oder? Ach, wir müssen da rüber. Ach, ich dachte, wir müssen in das Haus. Och. Das da hoch, ne? Ja. Drüben ist er da. Da ist er da. Überladen. Ist. Ja. Ja, jetzt. Ich kann sie nicht dazu zwingen, aber wir werden doch keinen Rückzieher machen. So oder so wird es Zeit, sich zurückzumelden. Was ist das? Ach, da. Ach, das müssen wir jetzt mal essen. Ja. Hä? Muss ich machen? Hä? Was soll ich denn jetzt machen? Muss ich den jetzt echt zerlegen oder was? Ist doch nicht. Hä? Ist doch nicht. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich den jetzt echt so stückeln oder was? Oh, ist ja eklig. Sprich mit Rose, optional. Rüstet den Skill. Ach so. Ach, ich müsste mal lesen. Nee, Kannibale will ich nicht. Gitti geht. Das hier. Nee. Gut, wir können zurückkehren. Schön. Oh, dachte schon. Wir müssen den jetzt zerstückeln, das war jetzt schon eklig. Hm. Ja, es sind schon wieder so viel Quests. Wie gesagt, die Pfadfinder-Quest ist so groß. So, nicht so groß in dem Sinne, aber so viel Decks. Ja, sie haben eine Menge über Raider-Taktiken gelernt und ich muss sagen, die waren alle scheiß. Toll von hier aus anzuschauen. So bestimmt den Pfad. Sehr erfolgreich? Scheint so. Sie haben überlebt, oder? Über ihre Belohnung können wir uns unterhalten, wenn sie hier sind. Gut gemacht, sie.
So, mal gucken, ob die jetzt nun mal endlich fertig ist. Oh, oh. Ist es denn? Ach. Oh, ich brauche Viecher. Auf hier. So, sind wir doch Plastik der neue Sponsor? Ja, die nehmen wir mit. Plastik nehmen wir mit. Ach. Hallo, ich will den Teller. So, ich kann den nämlich ohne. So, was sind wir an den Leuten drin? Nicht. Ja, gut. Da können wir echt mal große Mengen machen und sowas. Ja. Das ist denn ja zu. Ah, die Quest ist weg. Psst. Ah, Sie sind zurück. Warum schauen Sie mich an, als würden Sie was wollen? Ihre Belohnung ist das von mir erhaltene Wissen. Herzlichen Glückwunsch. Ach, scheiß drauf. Egal. Sie können noch mehr Zeug haben, das hier so rumliegt. Das ist ein Arsch. Achso, ich dachte schon. Ich glaube, ich vertraue Ihnen mittlerweile genug, um Ihnen ein kleines Geheimnis zu verraten. Meine alten Raider-Kumpels haben ein Versteck mit Schätzen zurückgelassen, als sie verschwanden. Das yes. Daran, es ist verschlossen und ich komme nicht rein. Das zweite Problem, niemand hat den anderen genug vertraut, um irgendjemanden den vollständigen Zugang zum Schatz zu gewähren. Also haben sie den Schlüssel aufgeteilt. Jeder Anführer hatte ein Holoband mit seinem persönlichen Passwort. Finden sie alle, dann kann ich sie kombinieren und den Hauptschlüssel anfertigen. Eigentlich ist das alles viel komplizierter, aber das würden sie nicht verstehen. Danach haben wir Zugang zu den ganzen wundervollen Schätzen. Ja. Wahrscheinlich gebe ich Ihnen sogar einen gerechten Anteil der Beute. Alles. Versprochen. Alles. Schauen Sie zuerst im Blackwater-Bergwerk nach. Dort haben wir zuletzt von Freddy Lang gehört, der Anführerin der Blackwater-Banditen. Sie hatte da bestimmt ein Terminal. Könnte einen Blick wert sein. Machen wir doch glatt, oder? Machen wir doch glatt. Haben wir das eigentlich schon gelesen? Und Davids... Hier. Ja, das hat man schon gelesen. Angehört. Aber was mich freut, ist, wir haben zwar jetzt so eine Waffe schon gehabt, aber jetzt haben wir... Wo ist denn die? Warum zeigst du mir? Wo ist denn die jetzt? Hier ist das normale. So. Und hier ist das mit Stärke sogar. Yes. Yes. Jawohl. Jawohl. Guck mal. So. Vielleicht kann man da noch Stacheln dran bauen, dass es noch stärker wird. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal runter zum Bahnhof. Und zwar, weil wir überladen sind. So, und da machen wir zu Ende das Video. Und ja, mal gucken. Hoffen wir nun. Hallo? Hä? Noch ein Fahrstuhl. So können wir nicht drücken. Ach, nein. Mensch, doch nicht auf den Quest. Ja, weil das da oben stand. Nein. Ich will ehrlich sein. Dass ich sie nur benutzen will, um meine Ziele zu erreichen, das haben wir schon hinter uns. Vielleicht fange ich sogar an, sie zu mögen.
Damit Sie nicht denken, dass Ihre Freundin Rose sich nachsichtig zeigt, lassen Sie mich Ihnen eine Sache sagen. Falls Sie jemals auf die Idee kommen sollten, mich zu hintergehen, weide ich Sie mit dieser Säge hier aus und hänge Ihre Gedärme wie Lametta auf. Ist nicht Persönliches. Ich will jetzt runter. So. Oh, noch zum Bahnhof. Noch zum Bahnhof. Dann werden wir Schluss machen. Und uns dann überlegen, ob wir da hinten erkunden gehen oder machen das noch mit den Holobändern. Mit den Holobändern würde mich schon interessieren. Ich glaub, mal sehen. Hi. Geht uns ja sowieso. Mehr? Und noch mehr, bitte. Ach, Blei. Wir brauchen Blei. So, und ja, wir haben das Schwert gekriegt, ja. Und natürlich ein Stufenaufstieg, noch zwei Stufenaufstiege. Deswegen würde ich lieber die Questen erstmal noch machen. Gut, Events sind auch geil. Was EXP angeht, meine ich. Aber Besten bringen halt mehr, ne? Ich habe jetzt gesagt. So. Den verkaufen. Brauchen Sie etwas Schrott? Nö. Kohle brauche ich. Oh, die Sprengköder sind. Ja. Auch mal eigentlich. Der Verkäufer haftet nicht für Ihre Sicherheit. Ach, die Kampfdinger? Nee, die werde ich mir nicht verkaufen. Erworbenen Waren. Weil wir brauchen noch ein paar Modifikationen. Macht das verhindert Schäden? Sie mich. Ach so. Wahrnehmung nimmt aber ab. Wenn Sie was kaufen, statt nur zu starren. Achso. Moment. Nee, da können wir unsere Hut nicht aufsetzen. Nee, die sieht hässlicher aus, oder? Als die wir jetzt auf haben. Gasmaske haben wir jetzt auf. Heute macht das gleiche. Zweiter. Nee. Größtenteils ohne Blutflecken. Jetzt Quantum behalten. So. Können wir noch verkaufen. Haben Sie einen schweren Tag des Tötens und Plünderns hinter sich? Keine Lust, alles mit zurück zu schleppen? Verkaufen Sie es mir? So. Was ist denn das da hinten? Rüstungsbank, ne? Ja. Gut, ihr Lieben, ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut, wie immer. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und somit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare, für eure Likes. Macht's gut und zum nächsten Mal. Tschüss.